Vor einem Tag hat mich eine Zuschauerin mit einem neuen Problem erkundigt. Es geht nämlich um ein junges Mädchen namens Bailey. Bailey ist 18 Jahre und ist nachts heimgekommen. Als sie nach Hause kam, war aber nur noch ihr Vater Stanley da. Ihre Mutter, ihre Schwester, alle komplett verschwunden, spurlos. Und als sie genauer ihren Vater betrachtete, sah sie, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte. Der Vater Stanley meinte, er war in einem Unfall und auf einmal ist alles so passiert und er weiß nichts mehr, sagt aber nichts Genaueres dazu. Und jetzt hat sich Bailey an unsere zwei Boys gewendet, die wir gleich wieder rausschicken, damit sie dieses verfluchte Haus kontrollieren. Denn Bailey hat auch ein Beweisvideo dazu geschickt, wie ihr Vater aktuell aussieht und was er gerade macht. Genau um diesen Fall kümmern wir uns heute. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Das schaffen wir, wie immer, 6666 Likes, um das Böse zu bekämpfen. Und falls ihr neu seid, denkt dran, abonniert diesen Kanal kostenlos, um immer sicher vor all diesen Gestalten zu sein. Denn jeder, der diesen Kanal nicht abonniert hat, wird heute Nacht von diesem gruseligen Vater heimgesucht. Und glaub mir, das willst du nicht, Mann. Okay, wir gehen rein, Mann, verdammt nochmal. Wir klopfen jetzt an der Tür von Bailey. Also, das ist Baileys Haus. Bailey, wie gesagt, allein zu Hause, beziehungsweise ihr Vater ist noch da. Hallo, Bailey. Okay. Es ist Bailey. So, Bailey, thank you for letting us sit down with you. Okay. So, can you tell us about everything that's been going on? Er fragt, was los war. A little over a week ago, I came from college. Vor einer Woche ist sie vom College gekommen und wollte ihre Familie sehen. Ihre Mutter, ihre kleine Schwester und ihren Vater? Aber als sie heimkam, waren alle weg, bis auf ihr Vater. Okay, sie sagen, yo, wir wollen jetzt mit deinem Dad erstmal reden und gucken, was da abging. Bro, das geht mir alles zu schnell, WTF. Bro, ah, komm, der Jumps. Okay, die wollten direkt jetzt schon reingehen und den Vater aufsuchen. Und gehen jetzt ins Zimmer vom Vater. Der Vater ist aktuell nicht da. Sie bauen eine Kamera auf. Okay, alles gut. Wir kennen es wie gewohnt. Wir bauen Kameras auf. Bro. What? Das sieht aus wie so eine Voodoo-Puppe. Kennt ihr das? Wenn man so eine Puppe von jemandem hat und wenn man da reinsticht, bekommt die echte Person Schmerzen. Oh, hör mir auf mit sowas. Er sagt, er hat hier gegessen. Wir sehen Besteck. Wir sehen irgendwas zu so einem Mampfen. Er macht unten. Ja! Okay. Ein Fernseher. Gut. 4K Full HD Ambilight Fernseher. Ja, gut. Bro, we're supposed to be hiding the camera. Er hat eine Kassette gefunden. Warte mal, spielt er die jetzt ab? Oh nein, nein, nein. Da steht drauf. Oh mein Gott. Okay, Bro, da steht drauf Anleitung. Er macht sie rein. Mach die nicht rein. Mach die. Oh nein, ich hab Angst. Bro, das ist keine gute Entscheidung. Bro, wieso machst du das? Okay, es ist nichts drauf. Hm? Oh nein. Why are you touching his things? No, 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 no. No, 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 no. Okay, was ist das, Bruder? Hallo, Freund. Hallo. Was geht? What is that? Er sagt, was ist das? Bro, hör auf mit sowas. Hör auf. Ich habe ein Geheimnis für dich. Oh Mann, bitte hör auf. Ich kack mich ein, verdammt nochmal. Wo sind meine Windeln? Okay, Bro. Weirded. Ey, nein. Da, ja, nein, nein, nein. Wer ist das? Falle. Was? Ah, hör auf! Bro, ich kann nicht hingucken. Become. Also werde? Werden? Bro, das ist, ey, dieses Junge. Bro, turn that off. We need to leave. No, dude, come on. Er sagt, mach es aus. Der andere sagt, ich habe die Kamera aufgestellt. Mach's aus endlich. Er macht's aus. Er macht's aus. Okay, irgendwas mit Falle, irgendwas mit. Ich check's nicht. Bro, ich check's nicht. Okay. Sie wollen die Kamera jetzt in Baileys Room aufsetzen. Also okay, bis jetzt haben wir, wie gesagt, meine Damen und Herren. Absolut weirdeste Zeug der Welt, Mann. Sie gehen jetzt zu Baileys Zimmer. Bailey? Hä? Hört ihr das? Noise in there.
Okay, bei Bailey ist auch. Okay, was ist das für eine gestörte Folge? Bro, ey, wirklich. Auf. Ah! Okay, Bailey sitzt einfach nur in der Ecke, alles gut. Sie sagt, bitte? Oh, Bro, okay. Oh, what? Wer? Oh nein, okay. Yo, Jungs. Bruder, wieso rennen die nicht weg? Hallo? Sir, Er sagt, hallo, geht's dir gut? Oh Mann. Bruder, okay, irgendwas stimmt gar nicht. Digga, mach die blöde Decke weg, die bringt mir jetzt auch nichts. Okay, Bailey sitzt in der Ecke und hat Angst. Das ist der Vater anscheinend. Er sagt, Daddy liebt dich. Sie heult, ey, Bro, what the heck ist das für eine verfluchte Familie? Bruder, bitte, renn weg einfach. Er sagt, sie ist so süß. Sir, it's getting late. Maybe you should go to bed. Er sagt, es ist spät, bitte geh langsam mal ins Bett. Bro, der hat einen Fuß in der Hand. Von irgendeiner Puppe oder so. Er geht raus, er hat eine Hand von der Puppe in der Hand. Gut, geben. Okay, er ist weggegangen. Sehr gut, Bailey. Mann, bist du blöd? Sie fragt, denkt ihr, er kommt wieder in mein Zimmer heute Nacht? Sie hat Angst. Die haben Kameras aufgebaut. Die wollen tatsächlich noch mal länger da bleiben. Bruder, bist du blöd? Hast du gerade nicht diesen 5-Meter-Kerl da mit seinem Riesendödel in der Hand gesehen? Die wollen immer noch eine Nacht bleiben. Ich glaube, ich spinne. Seid ihr deppert? Seid ihr deppert? Bist du wahnsinnig? Dir fehlt der Säckle. Du Hoder-Kobold. Du blöder Zipfel. Ja, dich meine ich. Ja, brauchst gerade zu gucken, Alter. Wir gehen schlafen. Oh Mann, verdammt normal. Das ist das, was man nicht machen soll in dem verfluchten Haus. Jetzt ist vorbei. Gib mir die Decke, jetzt ist vorbei. Sie gehen schlafen in einem verfluchten Haus, wo irgendein 2-Meter-Vater rumläuft, der irgendeinen Fuß in der Hand hat. Verdammt normal, ich kann nicht mal meine Decke aufziehen. Los! Okay, ich bin da. Ich habe keine Angst. Mir geht's super. Alles ist super. Es ist super. Gut. Bailey hat ein Bild in der Hand. Und sie weint. Ich glaube, sie vermisst wahrscheinlich ihre Mutter und ihre Schwester, ihr Vater. Ah, na, okay. Bro, ist das im Keller? Kommt der aus dem Keller raus? Oh, okay, Bruder, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo? Er macht das Fenster auf? Ey, Mann, ich kann da nicht hingucken. Junge, bist du verrückt? Er macht das Tape an. Er macht die Kassette an. Er schaut sich die Anleitung an. Okay. Er guckt sich die Anleitung an. Bro, ey, oh. Bro, ey, ich kann... Nee, ey, hör auf. Jetzt geht auch noch Opernmusik los? Bro, was ist das? Hat er gerade mit seinen Händen den Fernseher kaputt gemacht? Bruder, das war ein 4K Ultra HD Ambilight-Fernseher. Bist du blöd? Der hat 2000 Euro... Alles, ich nehme alles zurück, du kannst kaputt machen. Nimm mit, nimm mein Handy hier auch. Okay, dann nicht. Oh Mann, nein, komm nicht hin. Ah, Bailey, wach auf. Mann, ihr Dödel, wacht auf. Diese Trottel. Wieso? Er macht die Tür auf. Okay, wo geht er rein? In Baileys Zimmer? Oh, ey, du bist so ein kleiner Trottel. Ich schwöre, ich trete diese... Ich habe mich nie erschrocken. Das sind Reflexe. Das sind nur Reflexe, wenn er kommt. Alles super. Mir geht's gut. Okay. Ist alles gut? Er ist nicht mehr in seinem Zimmer? Bailey, dein Schrank geht auf. Von alleine. Ja, Bailey. Bailey, dein Schrank. Wie kommt er denn in den Schrank rein? Bro, okay, yo. Okay, alles klar. Er zieht sie in den Schrank. Ich werde nie wieder schlafen. 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 Ich werde nie wieder in meinen Schrank schauen können und schlafen. Super, danke. Sehr gut. Ich, oh Mann. Oh, 3:05 Uhr morgens. Telefon klingelt. Was jetzt? Ja, hallo? Ja, ist mein Telefon klingelt, ja? Was ist denn? Hallo? 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 Keiner redet. Ich hab keine Ahnung. Ja, okay. Er sagt, Parker, yo. What's up, what's up? Wach auf, wach auf. Bailey's been texting me. Bailey hat ihm geschrieben, my room, my room. Komm in mein Zimmer, komm in mein Zimmer. Dude, Bailey. Bro, you gotta wake up, we gotta go, come on. Digga, die pennen einfach. Du Schlafnase, wach auf, jetzt schütt ihm ein Kübel Wasser ins Gesicht. Okay, der andere pennt einfach weiter. Mashallah. Der pennt einfach in einem verfluchten Haus, wie ein Baby. Mit dem stimmt was nicht. Okay,
Okay, er ist aufgewacht und Bailey hat gesagt, bitte komm in mein Zimmer. Bro, oh nein, geh nicht ins Zimmer, da wartet irgendwas auf dich. Ich spür den Jumpscare. Bailey. Bailey, I'm coming in. Gut, nix. Ich sag doch, da ist kein Jumpscare. Fenster ist auf. Bailey ist weg. Chester. Er sagt Chester, der andere, der pennt, ist es. Der pennt im... Oh mein Gott, ging der Schrank bei ihm auf? Hey, warte mal, er hat einen... Hä? Das ist Baileys Handy? Das ist Baileys Handy? Er sagt, what the hell? Yo, I don't think that was Bailey texting me. Er sagt, Bailey hat mir nicht geschrieben. Bro, war das dieser Monster-Dude? Das war dieser Vater. Oh nein, geh nicht in den Schrank, geh nicht in den Schrank! Geh nicht! What? Nicht wieder Löcher im Boden! Oh nein, er lebt wieder im Keller. Ist der im Schrank? Oh nein, 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 nein! Bro, ich seh eine Hand. Ich seh eine Hand. Ich seh eine Hand. Hello? Bailey? Oh mein Gott, Bro, ich kann nicht hinschauen. Bro, ich kann nicht hinschauen. Ist es Bailey? What the hell is that? Was ist die gerade? Ey, da, Digga, das ist... Bro, es ist wirklich... Es ist... Sie sagt, ich brauche Hilfe. Komm her. Ich kann es nicht angucken. Ich kann es nicht angucken, ich kann nicht mehr schlafen, ich mach keinen Spaß. Ich sag, komm her. Digga, geh doch nicht dahin, bist du blöd? Aus! Pfui! 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 Aus! Pfui! Okay, gut, ja, und er ist im Strand. Gut. Er ist im... Hallo? Er ist... Ist er tot? Okay, er wird gerade reingezogen in den Schrank. Bro! Bro, er wird gerade in den Schrank gezogen! Hilf dem doch, dem Armen! Junge! Bro, what the hell just happened to you? I'm trying to pull me down that hole! Junge, die leben in diesem Boden. Yo, we gotta get out of here, bro. Okay, Bro, irgendwas passiert in diesem Keller. Die experimentieren irgendwas im Keller. Geht raus, Jungs, ihr habt's geschafft! Ihr seid die Helden der Nation! Los, jetzt raus hier! Okay, sie sind draußen. Wir sind heim und haben... Baileys Freundin und Familie kontaktiert. Okay? Und? Keiner hat geantwortet. Niemand hat von ihr gehört. Das war's. Super. Meine Damen und Herren, ich werde nie wieder einschlafen können. Vielen lieben Dank, dass ihr mir sowas zuschickt. Danke. Es reicht ja nicht schon aus, dass ich Windeln habe. Jetzt kann ich mir auch noch Windeln dreilagig holen, damit ich mich nicht komplett einkacke. Halt einfach dein Maul. Mann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like dabei. Bei 6666 Likes machen wir den nächsten Teil. Schauen wir weiter, was als nächstes passiert. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr mitmachen. Ich mach es nicht mehr mitmachen. Hey, lasst ein Abo oder lasst ein Like, da klickt ihr aufs letzte Video. Ich bin echt. Komm, tschüss.